willkommen zurück zu einer weiteren zermanschenden Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, wir haben unsere erste legendäre Waffe. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Dead Island, wenn ihr die Nebenmission, die legendären Waffen sehen wollt, bewerten, kommentieren. So könnt ihr mich am allerbesten unterstützen. Wir haben hier noch eine Nebenmission. Eine neue. Wieder beim roten Haus. Die hat das wirklich komplett rot angemalt. Ne? So, ach ja, Zombieblut, literweise. Ich glaube, so viele Zombies, wie ich gekillt habe, wäre schon möglich, so ein Haus komplett rot zu streichen. Sieht halt auch irgendwie ekelhaft aus, ne? Weil da auch noch voll der Schlons und so dranhängt. Hat die es einfach in irgendeinen Schlauch oder sowas reingespritzt und gesagt, yo, Feuer frei. My muse has returned. Oh nein, Mutantenherze. So close now. Die habe ich nicht. Die habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich die finde. Wo finde ich denn die großen Mutanten? Hier auf der Karte bestimmt nicht. Hier sind Kotzer, hier sind Big Boys. Schreier-Hotspot. Vielleicht unten in der U-Bahn. Die will ja wirklich alles, die Olle, ne? Oh oh. Alter, das Ding, ne? Gib ihm. Gib ihm, Chef. Ich will gar nicht wissen, wie stark dann die anderen sind. Wenn der hier schon so ein Brutalinski ist. Putz. Ey, geh weg. Ich spiele mit meiner neuen Waffe. Alter, wenn jemand ein Schild hat, ne? Das ist immer noch extrem. Aber so dicke Boys. Bam. Bam. Weil die auch noch so wegstunst. Das ist richtig nice. Witzig. Einfach nur witzig, das Ding. Sichelklingen blau. Braucht kein Mensch. Ey, ich will doch nur... Dankeschön. Haben sich gegenseitig pulverisiert. So. Adios. Woher kommt der denn? Out of the shadows. Aus dem Nichts. Plötzlich irgend so ein Killerkopf. Na komm. Grapsch mich mal ordentlich. Ich habe nur Elektrowaffen irgendwie gefühlt. Ich habe irgendwie nur Elektrowaffen. Wait a moment, my friend. Ich habe doch hier extra die geupdatet. So, warte, hier drüben lag da noch ein bisschen Zeug. Aber nichts von Wert, ne? Im Schlons. Ja gut, dann müssten wir jetzt in die Metro. Ich habe extra Sicherungen geholt. Anscheinend machen wir einen kleinen Ausflug. Anscheinend machen wir einen kleinen süßen Ausflug. Ab in die Metro. Nicht wahr, Kumpel? Alter, die Waffe ist so speedy. Du! Keine Chance. Keine Chance hast du dagegen. Ich brauche diese Herzen. Unbedingt. Also einen anderen Spot hätte ich jetzt auch gar nicht. Außer die Metro. Da hatten wir unten nämlich ein paar. Moment. Ich gehe hier noch hin und verkaufe unseren Dreck. Yo, Meister. Verkaufen. Bitte sehr. Ja. Hey, das gibt gut Geld. Also mittlerweile bin ich an dem Punkt, wenn ich eine sehr, sehr starke Waffe habe, dann einfach upgraden. Kanalisation, Ocean Avenue, der Pier, die U-Bahn. Hier müssen wir hin. The German U-Bahn. Tag, Nacht. Ist es eigentlich egal? Sind nachts andere Zombies da als tagsüber? Wäre auch irgendwie mal interessant zu wissen. Okay, wir brauchen 5 Zombie-Herzen.
Gibt es da Informationen, wo was ist? Schlachter? Kotzbrocken? Sprenger! Sprenger! Das ist es halt. Da müssen wir hin. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber wir kriegen halt auch da eine legendäre Waffe, ne? Moin. Schockmann. Kommen wir da durch? Erstmal orientieren hier drin. Ja, und dann runter. Das Gute ist, das ist direkt bei dem Ausgang. Da könnte man eventuell halt immer wieder hin und her switchen. Was bist du? Ein Feuerdude? Feuerdude. Du bist ein Feuerdude! Kannst auch noch wichtig sein. Wow, 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 wow. Kein Bock zu sterben. Aber was zur Hölle? Noch ein Feuerdude. Oi, 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 oi. Alter, schaut euch den Typen an. Was hat der da für ein Mic? Mic makes boom. Och, noch mehr Feuerdudes. Alter, dieses Schwert ist so extremo. Die Flaming Gang hat keine Chance gegen das Ding. Dagegen nichts machen. Das Schwert hetzt dich einfach ins Grab. Extrem gute Waffe. Selbst Feuerwehrmänner haben keine Chance gegen den Todesbrecher. Sind Sie ein Feuerwehrmann, dann haben Sie keine Chance gegen den Todesbrecher. Lag hier nämlich nicht auch noch irgendwie ein bisschen? Jo, haben die auch Herzen? Nö. Die haben nur so eine alte, ausgebrannte Gammelmilz. Mehr haben die nicht. So, da oben ist dann noch Sicherung. An diesem extrem coolen Spot. Dieses Schwert. Wo warst du mein ganzes Leben? Und ich habe das noch nicht mal voll gepimpt. Da geht noch mehr. Alter. Der sieht auch irgendwie... Der Impro-Hammer sieht auch irgendwie böse aus. Ganz schöne Keule. Okay. Mach Bumm. Dankeschön. Uff. Ey, das ist immer wieder... Immer wieder Next Level. Alright, wie bin ich denn damals hier durch? Ich glaube einfach... Einfach durch. An der Seite. Ja, die spawnen ja alle wieder, wenn man... Also die Spezialzombies spawnen meiner Meinung nach alle wieder, wenn man einfach immer wieder rein und raus geht. Ich glaube, dann kommen die alle immer wieder. So, wir müssen hier hoch. Ach, da ist ja auch noch ein Flammenjockel. In der guten alten Bahn. Warte mal, hier ist noch Special. Au. Du hast mich reingeschoben, Dude. Oh, crap. Das war mies. Aber da jetzt durchschleichen und alles entschärfen. Nope, kein Bock. Können wir das öffnen? Haben wir zufällig einen Schlüssel gefunden? Hatte irgendjemand hier einen Schlüssel? Nö.
What? Das hat mich gekillt? Alter, ist das Leben eben gerade weggerauscht. Wo lande ich? Aber wenigstens hier. Aber die brauchen wir, glaube ich, auch noch. Diese Elektrogehirne könnten noch wirklich interesting sein. Für diese Quest. Also die Waffe, die ich da bekomme, ist hoffentlich auch dann was Brauchbares. Ach, jetzt ist das Elektro-Vibe weg. Oh. Oh, das hätte ich nämlich gerne geschlitzt. Hat mich gut getroffen. Dankeschön für diesen erquickenden Drink. Ey, wie viele Explodierjockels sind hier unten unterwegs? Ist das auch einer? Das Geräusch, ne, wenn man hier unten im Tunnel ist. Zombie-Pansen, bin ich voll. Ich sag ja, es ist ein weiter, weiter Weg. Bis hin zu dem Bereich, wo wir wollen. Jo, wir sind gleich da. Das Gute ist halt, wie gesagt, rein, raus. Scheint ja dann höchstwahrscheinlich möglich zu sein. Alter, was war denn das für ein Geräusch? Dem ist irgendwie auch ein Furz durch die Lippen gezogen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass hier überhaupt einer zu finden ist. What is this? Brecheisen. Lady? Brecheisen to the max. Natürlich ist keiner hier, oder? Ey, ist euer Chef hier? Habt ihr zufällig hier so einen Transformer, so einen mutierten? Oh, hier ist die Gegend, wo die sein sollten. Das war die ganze Arbeit umsonst, oder was? Kann da hinten einer rumhängen? Hm. Oh, da ist einer. Ja, jetzt braucht er nur noch ein Herz. Alter, wie er mir die Knochen ins Gesicht schleudert. Ass. Oh nein, die Waffe ist. Die Waffe ist kaputt und er finisht mich. Mö. Seine letzten Worte waren Mu. Mutant. Mich hat ein Mutant getötet. Bitte sei noch hier, Mr. Mutant. Och nein, sag nicht, der ist. Gedespawnt oder so ein Scheiß. Oh no! Finde ich gar nicht gut. Gone. Nee, da ist keiner mehr. Kacke, dass die Waffe kaputt. Ist hier nicht irgendwo eine Werkbank gewesen? Schwören können, hier war eine, weil es war ja dieser Showdown-Bereich. Ich kann schwören, da war eine Werkbank. Na gut, dann rein, raus. Ich hoffe, ich kann überhaupt rein, raus. Hollywood Boulevard, ich komme! Jetzt muss ich halt gucken, ob ich wieder zurück kann. Das ist die große Frage. Ja. Es ist möglich. Ein, zwei Herzen habe ich bestimmt schon gefunden. Ich glaube auch nicht, dass ich sie ausgegeben habe.
Warte mal, wo bin ich jetzt? Oh, okay, ich bin immer noch... Warum ist es jetzt auf einmal so dunkel? Hm, ist Nacht geworden. Hey, Mr. Gea. Habt ihr irgendwo hier ein... Lady! Stop it, man! Da ist noch einer. Bam, bam, bam. Mit der dicken Knarre. Ist das doch alles gar kein Problem. Und der hat kein Herz verloren. Okay, das kann eine ganze Weile dauern. Ich glaube, das muss ich eher dann so außerhalb der Aufnahme machen. Weil wer weiß, wie lange das dauert. Wer weiß, wie lange das dauert, bis wir da durch sind. Guck mal, die kam verbrannt und wir haben sie irgendwie durch Feuer entbrannt. Haben wir noch einen Mutierter? Und das ist immer nur einer. Sind das eigentlich ganz normale, die dann mutieren? Also irgendwelche Schlürfer? Den du so ein bisschen auf die Presse gibst, die sagen dann, yo, ich mutiere jetzt mal, ich hab Bock drauf. Aber anscheinend, wenn du den einen gekillt hast, nix mehr. Das ist schon ziemlich ätzend. Also ja, ich werde es dann... Wir holen uns auch die Waffe natürlich. Wir haben ja gesagt, wir holen uns alle super mega geilen Special Weapons, ne? Und die werden wir uns auch holen. Vorm Finale. Wir werden sie alle holen vorm Finale. Alle. Ich glaube, es sind 6 Stück oder so. 6, 7 Stück. Die werden wir uns alle holen. Alle ausprobieren. Weil, warum auch nicht? Wir haben ja sonst eh nichts zu tun. Richtig? Richtig. Das nächste große Spiel, was kommt, ist... Diablo. Diablo 4. Habe ich aber auch irgendwie Bock drauf, auf die Story. Wenn ich so ein richtig schönes Story-Let's Play machen. Wie damals zu Diablo 3. So richtig schön Story. Gegrindet wird im Stream oder so. Aber in der Story wird nur Story. So, Kollege. Irgendjemand mutiert. This guy. Was mit dem Sprenger? Was? Ist der tot? Der mutierte? Alter, krass. Wow. Wow. Kann noch jemand mutieren? Hat jemand Bock auf ein bisschen mutieren? Maybe? Kleine Runde mutieren. Habe ich ein Herz? Nee, eine Drüse. Da liegt er. Oh, da könnte ein Herz sein. Nö, es ist nur... irgendein Dreck. Es ist nur irgendein Dreck. Wird's auch mal wieder hell? Ja, das ist jetzt einfach die Farming-Methode. Für die Leute, die es unbedingt wissen wollen, wie komme ich an Mutanten? Kennt ihr eine schnellere? Schreibt's mir in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ey, du machst es viel zu langsam, es gibt da einen Trick. Aber du musst ja, wie gesagt, immer wieder in die Zone rein. Die Nebenquest bekommst du auch nur, wenn du einmal eine Schnellreise gemacht hast. Du nimmst die Nebenquest an, schließt sie ab und damit die zweite oder x-te kommt, ne, musst du eine Schnellreise machen. Und so ist es wahrscheinlich auch hier. Geht nur mit Schnellreise. Und das ist halt ein Spot, wo du halt wirklich so ein Vieh hast. Da ist er schon. Ja, jetzt gib mal so ein Herz, Bruder. Warum eskaliert das denn alles so? Ist ja irre. Ich wollte nicht die Limo, sondern ich wollte dein eventuelles Herz. Okay, okay. Und ja, hier Mutantenherz. 1. Es dauert ein bisschen. Aber danach muss es doch eigentlich mal endlich fertig sein. Jetzt haben wir ja schon so viel ab... Wir haben ja
alles abgeliefert. Gehirne, Herzen, Leber, Lunge, Implantate, alte Schlabberbrüste von irgendwelchen Zombies, die niemand mehr will. Wir haben ja wirklich alles abgeliefert. Irgendwann muss es noch mal gut sein. Was macht die denn mit dem ganzen Kram? Was macht die mit diesen ganzen Innereien? Ich verstehe es nicht. Lady, fahren Sie mal einen Gang runter. Fahren Sie einfach mal einen Gang runter. Das Haus ist schon rot genug. Yo. Mutant. Da hinten ist er. Kommt der auch? Oh. Boah. Hübsche Zähne. Aber wie easy ich jetzt so einen Mutant zerlegen kann, ne? Noch ein Herz. Rucksack. Teile. Drüse. 4. Noch ein Herz. Noch ein Herz für Keystraw. Und dann Legendary Weapon, maybe? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch noch nicht 3 Flammendings da. Wir haben Feuer nicht Stufe 3. Wir haben Elektro vielleicht. Ja doch, Elektro haben wir, glaube ich. Ne, Säure haben wir. Säure haben wir auch Elektro. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht für Schusswaffen, aber noch nicht für Nahkampf. Auf jeden Fall fehlen uns noch so viele finale Upgrades. Und dann muss ich noch zu einer Schnellreise. So, jetzt drückt mir mal die Daumen, dass ihr noch ein Herzchen ausspuckt, der Süße. Na, wo ist der Chef? Da hinten. Da hat er aber wirklich gar keine Chance. Gar keine Chance. Hat er jetzt gar nichts verloren? Ich weiß es nicht. Ich werde hier so belästigt von Zombies. Ich glaube, der hat echt nichts verloren, außer die lila Waffe. Säure! Mir gehen auch so langsam die Waffen aus. Ein Try geben wir der ganzen Sache noch. Einen Versuch geben wir der Sache noch. Dann müssen wir nix wie weg hier. Wo geht's eigentlich hier dann weg? Hollywood Boulevard. Okay, hier ist die Werkbank. Ja gut. Da kommen wir schon weg. Da kommen wir schon irgendwie weg. Jamal ist irgendwo hier unten? Als ob. Nein, ich will jetzt nicht schmusen. Please don't kuschel. Au. Komm, gib mir ein Herz. Was ist das? Ist das ein Herz? Gott, jetzt nerv mich doch mal nicht. Ich versuche hier gerade Mutantenherz. So, das war's. Das ist der Mutantenherz. Hotspot. Kriegst auch noch jede Menge lila Kram. Kannst also auch ganz gut Geld hier unten farmen. Ja, vielleicht für den, der das auch machen muss, ein Tipp. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.